raus, Leute. Nebelscheinwerfer ein. Und schauen wir mal. Ich hoffe, dass das Stativ nicht umfällt bei dem Sturm. Ich habe mich irgendwie bewegt und obwohl die Bomben fest sind, zeigen mir die Schielen einfach. Schauen wir mal, wohin die Schielen. Klebt mal, dann kann man vom Weiten sehen. Dann nehme ich jetzt die Panzertape. Klebt mal den Kabel mal an Batterie oben fest. Testzwecke reicht es ja. Ich muss jetzt mal von der Entfernung mal sehen, wo sie hinschieben. Aber wenn sie hochfahren müssen, dann stecken wir das. Wir noch reinkommen. So. Hoppala. Dann los. Hier sind sie immer raus. Die ganze Stoßstange ist noch dreckig. Die sind noch nicht sauber gemacht worden. So. Der ist nochmal bombenfest. Bombenfest. Weil auf der Straße hatte ich es gemerkt, dass er irgendwie so ein bisschen nach rechts und links streut. Also ich fand es nicht schlecht. Ja. So, wir nehmen die Spalte mal nochmal schnell ab. Weiß ich nämlich jetzt, wohin die halt so streuen. Da kann man sie nämlich locker machen und zum Leichen nach innen noch
Aber so das nach unten zeigen, die ist gut. Aber nur noch leicht so nach innen. Also hier besteht es. Ich zeige es mal hier, dass das hier ein bisschen nach außen noch kommt. Und dann ist es gut. Also hier habe ich eine Macke. Hier habe ich eine Macke. A1. Da habe ich halt hier unten Steinschläge. Hier unten, ne? Das kommt dann weg, der Aufkleber. Hier schraube ich ab, komplett nochmal neu lackiert. Einmal drüber mit dem Spoiler, ne? Automatik-Spoiler. Ja, ist auch hell, ne? Ja, ich sehe es am meisten. Habe ich mich hier aufgesetzt, hier am Rand. Was ich mir überlegt habe, ich schaue mal zu weit raus hier. Ja. Und, dass ich den noch mal wieder rein, also dass ich den nochmal umbaue, dass ich noch mehr reingehe, dass ich nicht mal so rausguckt hier. Und jeweils, wenn ich reingehe, sieht man es von der Seite nicht mehr. Egal. Immer reingehen, komplett so wie er jetzt ist, immer rein. Die Breite ist okay. Dann wird die automatisch die Seiten hier nach hinten rausgucken, dann werden sie halt abgeflext. Ne? Und dann nochmal neu lackieren. Wenn ich ihn wirklich drauf mache, nachdem die Felgen eingetragen sind und der Rost weggemacht ist, hier drauf mache, dass es dann ordentlich ausschaut. Feierabendkäffchen. Übrigens, was ich euch mal fragen wollte. Ich wollte immer keinen Livestream haben, wenn man was macht. Wenn ich die Stoßstange mache, lackiere, bearbeite. Den Livestream dauert zwar vielleicht lang, aber naja, gut. Aber lohnt sich das bei mir auf meinem Kanal? Lasse ich euch. Also, wir machen das jetzt so. Ab 10 Kommentare, wo es wirklich mit dem Livestream haben wollen, Interesse zeigen, bin ich bereit, den Livestream mal zu machen. Weil mit 3-4 Leute bringt es. Aber bei Abzählen mache ich es gerne. Ihr könnt die Uhrzeit auswählen. Ich mich nach euch, dass ich wenigstens mal was machen kann. Und wenn es keine Arbeit ist, sondern wenigstens mal sich hinhockt, Käffchen in der Hand. Bitte eine Kollege da, der muss den Mr. Do It, ne? Mr. Do It heißt der, ja. Käffchen in der Hand. Und nein, einfach mal erzählen. Vielleicht mal. Ne? Wenn man jetzt arbeiten sollte, dass es schlecht Wetter ist und so. Aber ansonsten würde mich das wirklich freuen. Ne? So, was meint ihr über die Fahrfahrlichter? Sind doch gut. Und wie gesagt, ich muss halt nur noch ein bisschen einstellen, dann ist die Sache erledigt, sag ich mal.
auch hier vollkommen meine Schuld. War ja alles fertig und dann ich vorbei mache, ist vorbei passiert. Naja, egal, ist ja nur Fabel. Und dann machen wir das auch. Das stimmt. Ich werde jetzt dann abmachen. Irgendwie Umbau. Weil der guckt mal zu weit raus. Und sobald er weiter rausguckt, wird ja die Schnauze verlängert vom Auto. Egal wo ich hinfahre, kratzt er mal hier. Hier total weg. Also man merkt es schon, wie viel da Wiese drin hat. Aber nicht viel. Aber das kriegen wir hin. Ein bisschen rein, also das vorne. Das ist so weit vorne drin mit, dass ich bis zum Rieger Schrift. Also vorne weg in Zentimeter. Und was danach mitgeht, geht halt wieder zurück. Ich kann nicht bis da vorne dran gehen. Das sieht kacke aus. Ich lege hier noch 10 Zentimeter rein. Dann geht quasi hier alles in den Zentimeter nochmal rein. Das sieht nicht mehr so raus wie so ein Schneeschieber. Nein, wird sowieso nicht mehr. Also nicht bei mir, bei uns hier in der Region. Das war's halt mal, ne? Schreibt mir in die Kommentare, machen wir einen Livestream. Ja, nein. Und Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, ja?